Englische Woche bei Bayern 04 Leverkusen und endlich mal eine Folge, in der wir einfach so reinstarten können. Guardiola ist verletzt, kümmert uns nicht. Wir stehen vor dem Spiel gegen Wolfsburg. Ich begrüße euch zur neuen Folge und wir legen einfach sofort los. Denn es ist ein Spiel, das zwar verregnet daherkommt, aber schon auswärts gewonnen wurde. 2:1 haben wir in Wolfsburg die 3 Punkte mitnehmen können, um es ganz, ganz umständlich zu formulieren. Wir hoffen, gegen einen Tabellensiebten den nächsten Dreier einfahren zu können und sehen stärketechnisch natürlich boah, im Topspiel gut aus. Allerdings Guardiola, wie gesagt, verletzt. Dafür kommt dann sofort und natürlich wieder Kusunu-Ta, kommt mal wieder auf die Bank. Freut mich tatsächlich für ihn. Ganz ruhiger Charakter, ist moralisch echt zufrieden. Wir reden mal mit ihm und sagen ihm, dass er gut trainiert hat. Das fühlt sich für ihn wahrscheinlich dann auch noch einen Ticken besser an. Und ja. Hat in dieser Saison letzten Endes, wann hat er denn mal gespielt? Über 90 Minuten gegen Stuttgart und gegen Bremen ganz am Anfang der Saison. Ja, und ansonsten nur Kurzeinsätze, ne? Ah, eine glatte 6 geholt sich im Champions League-Spiel gegen Atletico Madrid. Sei es drum. Gut, dass wir ihn im Kader haben. Guter Kaderspieler für uns momentan bei vor allen Dingen so jungen, talentierten Leuten wie Kusunu, dem ein bisschen das Talent abgeht. Das ärgert mich noch. Egal. Wir sehen einen Diaby, der richtig zufrieden ist. Und was mir auch aufgefallen ist, Steven Bergwijn, 17 Spiele, 6 Tore, 2 Vorlagen, ist ein ganz guter Wert für seine erste Saison, kommt also ganz gut zurecht hier bei uns. Warren Zaïre-Emery wird übrigens nach Nantes ausgeliehen. Wir haben den aus der zweiten Mannschaft abgegeben, für ein halbes Jahr wohlgemerkt nur. Gucken, wie er sich da entwickelt und ob eine Leihe eventuell für ihn nochmal das Richtige ist. Erwarte relativ viel von ihm zukünftig, brauche aber die Spielpraxis und ich hoffe, die bekommt er in Nantes. Wir werden das beobachten. Schaporenko ist tatsächlich auf die Transferliste gesetzt worden. Ein guter zentraler Mittelfeldspieler, den wir nochmal durchscouten müssen. Wir müssen da schnell agieren, falls wir da Aktien drin haben wollen. Und gehen ansonsten relativ unverfroren, ich habe es angekündigt, in die Partie. Heute keinen Zweikampf aus dem Weg und rein ins Stadion. Startaufstellung ist klar. Kusunu hier noch stärketechnisch der Schwächste. Sei es drum. Mach ich mir keine Gedanken. Die Wolfsburger mit einer Viererkette hinten drin. Davor, boah, defensiv eingestelltes Mittelfeld und dann mit einem Dreiersturm ein Matcher vorne im Sturm. Mit Wimmer und Guiri. Aber erste gelbe Karte kommt sehr, sehr früh. Arnold holt sich gelb ab. Unnötig. Diaby, taktisches Foul, 6. Minute. Die gelben Karten, sie sind da. Boah, in der 8. die nächste. Lacroix, absichtliches Handspiel. Und dann die erste Chance. Wird's auf Diaby? Ja, der zieht den Kürzeren gegen Lacroix. Chance ohne großen Mehrwert. Grimaldo holt sich gelb. Wow, das ist echt ein Kartenfestival hier in der ersten Viertelstunde. Vermutlich dann auch ziemlich zerfahrene Partie. Kombination von uns jetzt. Verschiedene Stationen. Das Ding läuft durchs Mittelfeld. Wirtz wird dann von Lacroix bedrängt. Dem Star-Innenverteidiger. Das muss man vermutlich so ausdrücken. Grimaldo bekommt die erste Ecke. Bringt das Ding zu Schick. Und er trifft. Das gibt's ja nicht. Weltklasse. Super, das 1:0. Siebtes Tor schon. Wow. Nein, ich korrigiere. Wir haben den 20. Spieltag. Ich war gerade auf Hinrunden. Leute, ich war gerade auf Hinrundenmodus mit unserem Let's Play, mit Coventry City. 20. Spieltag. Siebtes Tor. Gerade so okay, würde ich sagen, für unseren Hauptstürmer. Grimaldo allerdings mit seinem 4. Assist, wenn ich das richtig gesehen habe, ist ein Wert, der in Ordnung geht. Natürlich über eine Ecke. Wie könnte es anders sein? Die Wolfsburger trauen sich jetzt nach vorne. Wimmer. Ein Matcher hat keine Mühe, den Ball aus 6 Metern einzuschieben. Aus dem Nichts. Das 1:1. 2 Minuten nur geführt. Wow. Konzentrationsschwäche. Aber jetzt geht's hin und her. Leimer aus 22 Metern. Zweimal abgefälschter Ball. Zuletzt von Koch. Wirtz hat das Ding auf dem Fuß und er schießt zur Führung. 1 Minute später wieder ein. Was ist denn hier in Leverkusen los? 2:1. 4. Tor für ihn. Leimer mit der 6. Vorlage. Ausgezeichnet. Verwirrung und Strafe vom Leverkusen. Keiner schlägt den Ball weg. Guiri. Aus kurzer Distanz, Chaka Gott sei Dank zur Stelle, das wäre nur 2 Minuten später wieder ein Tor gewesen. Diaby in der 27. kann in Ruhe von links flanken, zentral auf Wirtz und der macht das 3:1. Was ist denn hier los? In 4 Minuten fallen 3 Tore. Wirtz mit einem Doppelpack, 5. Tor in der Saison und das ist dann schon was, wo wir sagen müssen, Hut ab. Hut ab bei all den Angeboten aus dem Ausland. 32 Minuten gespielt, 3:1. Wow. Kusunu bringt ein Matcher zu Fall, gelb. Schon wieder gelb. Wir wechseln sicherlich zur Halbzeit schon aus. Nächste Riesenchance. Diaby. Fulminanter Schuss. Trifft die Latte. Der. Oh, Wirtz an den Pfosten. Ans Knie von Lacroix.
Ecke. Schade, fast der Hattrick für Wirtz. Grimaldo mit der nächsten Standardsituation. Bringt den Ball nach innen. Tapsoba, 7 Meter nur. Und Tor. Und Tor. Und damit das 4:1. Leute, das ist Weltklasse, was Leverkusen hier in der ersten Halbzeit abliefert. Grimaldo, 5. Assist in dieser Saison. Schick geht zu Boden, rappelt sich auf, fällt gegen Lacroix wieder, reklamiert. Ja, der Schiri lässt weiterspielen. 3 Minuten gibt es obendrauf. Ich denke, die sind berechtigt bei all den gelben Karten und all den Toren. Boah, aber was eine erste Halbzeit. Die habe ich auch noch selten gesehen. Nicht schlecht. Wir wechseln sicherlich mit Traoré. Bergwijn wechselt mit ihm die Seite. Kusunu nicht so richtig gut. Weshalb wir ihn nicht schützen und Tah reinbringen. Grimaldo, Bitter, auch nur eine 3 mit 2 Assists. Wow, etwas schlecht bewertet, muss ich sagen. Sessegnon kommt für ihn, bekommt seine Minuten. Sicherlich. 3 Wechsel, 3 mit die gelben Karten rausgenommen. Das können wir uns natürlich jetzt erlauben. Und so haben... ich wollte eigentlich sagen, so haben wir uns das vorgestellt. Sei es drum. Gut von Chakir übrigens auch hier. Wer ist der beste Mann? Florian Wirtz. Endlich mal eine glatte 1 von ihm. Tapsoba gut. Boah, man kann eigentlich fast nur alle loben. Bergwijn motivieren wir einfach nochmal ein bisschen. Und dann gehen wir in die zweite Halbzeit. Und dann muss man aber auch sagen, wir nehmen hier taktisch ein bisschen den Einsatz raus. Gehen auf die Konter. Und werden relativ zügig dann noch Broja bringen, gerade fürs Konterspiel, um Schick auch ein Stück weit zu schonen vor den weiteren Aufgaben, die auf uns lauern in der Rückrunde. Und es sind einige. International noch vertreten. Wir dürfen das nicht außer Acht lassen. Schlammschlacht hier. 50 Minuten sind gespielt. Alles ist ruhig in der zweiten Halbzeit. Das ist gut für uns. Stunde rum. Wir bringen Broja für Schick. Und können überlegen. Ah, Frimpong hier. Naja, wir wechseln ihn schon mit Masraoui aus, weil er schon mit der Frische zu kämpfen hat. Beziehungsweise andeutet, dass das nicht über 90 Minuten klappen könnte. Leimer spielt durch, Gallagher kommt nicht rein. Wir beachten das für die nächsten Partien. Tielemans spielt in den Lauf von Broja. Ah, auf die Tribüne geschossen aus 17 Metern, schade. Wir übernehmen die Kontrolle. Freistoß für die Wolfsburger, Arnold. Tapsoba macht einen Schritt zur Seite. Oh, und Arnold. Hart platziert ins linke untere Toreck. Oh, das Ding geht wenige Zentimeter am Tor vorbei. Chakri wäre nicht mehr rangekommen. Gerhard für Skiri. Und Philipp für Guiri. Gelb für Philipp. Obwohl die jetzt... Ist sie hier irgendwo angezeigt? Nee. Moment. Ah nein, wenn er sich nicht beruhigt. Ich hatte gedacht, es gibt schon Gelb. Okay. Ich dachte, es wäre ein Bug. Wind für einen Matcher. Borneau für Lacroix. Leimer bedient nochmal Bergwijn, aber abseits. Wir haben den Saft ein bisschen rausgenommen. Man merkt das. Eine Minute gibt es obendrauf. Leimer und Wirtz. Oh ja. Belastungssteuerung. Höre ich von irgendwo rufen. Die erste Halbzeit regelt dieses Spiel. 4:1 gewinnen wir gegen Wolfsburg. Und unser Siegeslauf geht gnadenlos weiter. Gnadenlos. Allerdings auch, und das müssen wir festhalten, der von Dortmund in Freiburg. Moukoko hat definitiv kein Tor geschossen. Außer, ihr seht das hier oben links, vielleicht ein Eigentor. Die Bayern gewinnen 3:0 in Stuttgart, aber wir gucken uns natürlich das 8:0 an. Was war denn da los? Moukoko noch mit einer 4. Ist gut davongekommen. Ist ja Wahnsinn. Donny Malen doppelt. Gio Reyna 4 Scorer. Thorgan Hazard 2 Tore. Pedro Porro, Robert Skov. Nicht schlecht. Adeyemi spielt übrigens nicht. Wahnsinn. Was ein... Ah, der ist auch... Also auf rechts außen echt eine Wucht. Wenn wir den haben könnten, ich will den Satz noch nicht zu Ende denken. Aber Dortmund macht definitiv was fürs Torverhältnis. Ihr seht das. Holen die Bayern damit auf. Und wir stehen relativ blöd da. Freuen uns trotzdem mal über das 4:1. Bevor es am nächsten Spieltag gegen Mainz geht. Die Dortmunder gegen Frankfurt. Die Bayern müssen nach Köln. Nicht leicht. Zumal die Kölner ganz gut stehen. Frankfurt auch, 8. und 9. Wir gegen die Mainzer, die, ja, 8., 9., 10. sind die Gegner der Top 3. Alles oder all das, was wir hier natürlich sehen wollen. Wir haben 4 Siege in Folge, ne? Stark. Dann Gladbach, dann Leipzig.
Boah, das sind zwei schwere Spiele gegen Aspiranten für die Europa League. Das bleibt spannend. Also jetzt das Spiel gegen, habe ich schon wieder vergessen, Mainz, Fragezeichen. Ja, so ist es. Mainz ist dann doch sehr, sehr wichtig für uns. 8:0. Bakker bekommt ein Angebot von Mainz und Nürnberg tatsächlich. 23 Jahre jung immer noch, Linksverteidiger, aber bei uns eher keine Zukunft. Vertragsende 25, Marktwert 13 Millionen. Wir stellen die Forderung, 16 Millionen einnehmen zu können. Oh, und sehen, dass das gar nicht mal so realistisch ist bei den beiden. Gucken wir, ob wir ihn anders oder anderweitig noch unterbekommen könnten. Was uns sehr freut, Thielemans hat sich mit der neuen Situation sehr gut zurechtgefunden, gewinnt einen zusätzlichen Spielstärkepunkt. Und das sieht man, der ist ja, wow, ist der am Brennen gerade. Gesamtlevel 84 aktuell, das ist schon, Hut ab. 18 Spiele, 2 Tore, 1 Assist, arbeitet einfach viel, ist Spielmacher, ehrgeizig, fair. Und kommt richtig gut zurecht, freut mich natürlich immens. Übrigens auch im defensiven Mittelfeld zu gebrauchen. Und das nur am Rande. Und schon ist Karneval, meine Damen und Herren. Die Mainzer sind die Gastgeber, haben 2:0 gegen uns gewonnen. In Leverkusen, überraschenderweise. Aber jetzt ist es Zeit, zurückzuschlagen in diese Auswärtspartie, die nicht das Topspiel ist. Das ist Köln gegen Bayern. Dortmund gegen Frankfurt hier gelistet. Mainz gegen Leverkusen gelistet. Wir stehen vor Gelbsperren. Grimaldo und Diaby. Wow, okay. Wir reden ein bisschen mit der Mannschaft. Ich stelle alles auf und ich melde mich dann wieder. PS, guckt euch mal Gallagher an. 16er Form und er hat nicht mal gespielt. Und Mitchell Bakker wechselt. 25.01. Seit 2 Tagen ist er in Wolfsburg für 16 Millionen. Die haben wir eingenommen und die kommen uns natürlich sehr, sehr gut zur Seite. Bin sehr gespannt, was wir mit dem Geld machen können. Aber da ist noch ein bisschen Kapazität. Und gerade habe ich so lange in der Scouting-Liste rumgehangen, offscreen, dass ich kurz noch überlege, ob ich euch die Änderungen vor der Partie mitgeteilt habe oder nicht. Ich mache es jetzt einfach nochmal. Wir spielen mit Tah und Kusunu, wir spielen mit Gallagher. Wir haben Bergwijn auf rechts, Diaby auf links. Und ich bin bester Dinge, dass das hier jetzt eine ganz, ganz gute Nummer wird für uns. Vor allen Dingen, was ist denn mit Gallagher los, bitte? Ah, der wird jetzt zünden in meinem Spiel. Da bin ich mir relativ sicher, wir gehen rein in die Partie. Und ein Remis schaffen wir mindestens auswärts. Das muss die Marschroute sein. 21. Spieltag, meine Damen und Herren. Ich wünsche ganz viel Spaß und hoffe auf Konzentration seitens der Mannschaft. Fordern wir natürlich sofort. Pagic pfeift die Partie an. Erste Ecke für uns schon nach 2 Minuten. Die bringt natürlich Grimaldo rein. Wirtz und Bell gehen hoch. Bell kann sich durchsetzen. Zentner muss nicht eingreifen. Defensive Mainzer. Gallagher. Mit seiner Form passt zu Diaby. Verzieht leider, überhastet. Aber die Chancen sind schon mal da. Wirtz kommt am Strafraumeck an den Ball. Zieht aus 18 Metern auf die äußere rechte Ecke. Zentner kann retten. Jetzt die Riesenchance. Grimaldo mal wieder mit einer Ecke. Schick kommt überraschend frei zum Kopfball. Okachi kann noch klären. Das gibt's ja nicht. Nächste Ecke. Grimaldo bringt das Ding rein. Kurzer Pfosten. Ziemlich gefährlich. Zentner fliegt ran. Prallt gegen den Pfosten. Bell klärt. Vor die Füße von Bergwijn. Der zieht aus der Distanz ab und präzise ins Eck. 1:0. Folgerichtig dieses Tor. Muss man wohl dann so sagen, wenn man im Radio arbeiten würde. Nächste Riesenchance, Diaby führt den Ball im Mittelfeld, hebt ihn zu Gallagher, riecht nach Abseits, aber ist frei durch und aus 11 Metern keine Chance. Fahne bleibt unten, Tor zählt, 2:0, Doppelpack. 18., 19. Minute, Gallagher rechtfertigt seinen Startelfeinsatz. Diaby mit einem Assist, großartig. Die Mainzer versuchen sich zu schütteln. Kachi von links zu Lee Jae-sung, vernascht Grimaldo, schießt aus 16 Metern Gott sei Dank vorbei. Typische Szene, Gallagher und Ogbonna gehen im Mittelfeld zum Ball. Gallagher zieht durch. Ogbonna zieht zurück. Oh, die Mainzer. Jae-sung stochert den Ball zu Onisivo. Oh, der trifft aus kurzer Distanz das Tor. Nicht Glück für uns. Konzentration. Ingwarzen aus 22 Metern, aber auch kein Torerfolg. Wir lassen nach. Merklich. Guter Angriff jetzt der Mainzer. Schwacher Schuss geht Gott sei Dank am Tor vorbei. Aber es geht hier im Minutentakt. Was ist los? Oh, gegen die Laufrichtung von Chucky geköpft von Ogbonna. Tah kommt noch dazwischen. Oh, Leute, was ist denn hier los? Irgendwas passt taktisch gar nicht zusammen. Der Einsatz ist schon hoch. Chucky hat den Ball diesmal. Wir beruhigen uns mit der Stimme, vielleicht hilft das. Doppelpässe am Strafraum der 05er. Bergwijn schließt ab. Ecke.
Grimaldo jetzt. Hack steigt nach oben, will klären, verschätzt sich, trifft den Ball mit dem Hinterkopf. Oh, Latte touchiert, Tor aus. Neue Ecke für uns. Kusst du nun mit einer glatten 1. Wird's richtig stark, Bergwein richtig stark. Jetzt sind wir wieder am Drücker. Bell klärt die Ecke. Dann gewinnt Wiedmann Zweikampf gegen Frimpong. Oh, Bergwein riecht das, nimmt den Ball an, zieht ab. Wird's in der Schussbahn. Passives Abseits. Oh, und Zentner hat das Ding mit einer Glanzparade. Relativ viel los. Hut ab hier. In dieser Halbzeit. Und was ist in der 44. Weiter Ball von Wirtz in die Spitze. Zentner kommt raus und klärt vor Diaby. Haben hier mit einer glatten 1 Zentner. Bei so viel Torschüssen keine Frage. Boah, richtig gute Partie von vielen. Sieht sehr gut aus, aber wir müssen natürlich wach bleiben. Wir loben den 1,0er Gallagher, den 1,0er Bergwijn, den 1,5er Wirtz, den 1,0er Kusunu. Boah, und dann motivieren wir den 3,5er Schick. Rein in die zweite Halbzeit unverändert. Offenes Visier von uns. Bergwijn bringt den Ball hoch nach innen. Gallagher setzt sich durch. Der Ball kommt zu Diaby. Ah, Außenriss Pfosten. Fast das 3:0. Es wäre die Entscheidung. Wollen wir den Deckel drauf machen? Fragezeichen. Nein, die Mainzer wehren sich. Ingwadsen, elfmeterreif gefoult. Oh. Zeitlupe zeigt, dass Ingwadsen genauso gut von einem Bus hätte getroffen werden können. Klarer geht es nicht. Kein Elfmeter für die Mainzer. Glück für uns. Wir wechseln jetzt die ersten Male. Bringen Masraoui für einen durchschnittlichen Frimpong. Und Broja kommt hier vorne. Da müssen wir taktisch was umstellen bei ihm. Der geht steil. Thielemans hat gelb. Leimer könnte kommen. Das machen wir auch, denke ich. Gallagher spielt. Und das finde ich auch ganz gut. Ah, da bekommt Thielemans die gelbe Karte. Okay. Wechsel sind da. Wir müssen weiter konzentriert bleiben. Ecke von Grimaldo kommt rein. Zentner raus. Ah, ungefährlich. Wir bewahren die Ruhe. Schiedsrichter trifft eine Fehlentscheidung. Beziehungsweise eine Entscheidung gegen uns. Und dann die nächste Chance. Wieder über eine Ecke. Siebte im Spiel. Das ist Wahnsinn. Luftduell zwischen Leimer und Ogbonna. Der Verteidiger kann sich durchsetzen und bereinigen. Achte Ecke. Ah, das ist schon viel. Schiri hat nichts gesehen. Es kann nicht weiter... Ja, okay. Also wieder mal... Eventuelle Strafstoßsituation. Bergwijn. Wir könnten übrigens, ja, Wirtz müsste mal raus. Den müssen wir auch mal schonen. Und Bergwijn kriegen wir doch gegen Sessegnon getauscht und können den offensiv stellen. Das ist eine große, flexible Geschichte mit Sessegnon. Freut mich richtig. Und Diaby auf rechts genauso gut. Oder nur ein bisschen schlechter. Ja, und die letzten 10 Minuten machen wir sicherlich hinten dicht. Vieira versetzt Behunek rechts im 16er. Und dann, oh, wie oft wollen wir noch Pfosten treffen? Vieira hier mit einer guten Chance. Aber das Ding ist eher gelutscht. Ich gehe aufs Zeitspiel und auf die Konter. Und mach hinten dicht. Sessegnon nochmal flach rein. Brojas Schuss zu schwach. Zentner pariert. Und dann ist bei mir ein bisschen die Luft raus und aus der Partie scheinbar auch, muss man so sagen. Tabsoba schont sich komplett. Eine Minute gibt es obendrauf. Und dann ist Schluss. Und wir gewinnen 2:0 in Mainz. Revanche fürs Hinspiel, das ebenso 2:0, glaube ich, für die Mainzer ausging, bei uns im Stadion. Und wir, wow, und wir sehen ein 1:1 der Bayern in Köln. Ja, ja. Die Kölner und ihre Heimspiele gegen die Bayern. Dortmund gewinnt 2:1 in Frankfurt. Da ist alles normal, die bleiben dran. Boah, jetzt ist das alles mit 3 Punkten beieinander, ne? Die Bayern, die Double Bayern, sie lassen Punkte. Gucken uns das Spiel etwas genauer an. Hector hatte die Kölner in Führung gebracht. Und boah, 90. Minute, Sadio Mané rettet den Bayern einen Punkt in Köln. Ich möchte kurz festhalten, Mathis Tell wechselt zu Paris Saint-Germain für 80 Millionen plus. Wow. Und dann noch 20 Spiele für 13,5 Millionen zusätzlich. Na, die haben sich das aber mal kosten lassen. Und ihr seht, es ist eine Woche ohne Spiel. Mason Mount verlängert seinen Vertrag. Guardiola ist wieder fit. Bergwijn kommt gut zurecht. Zusätzlicher Stärkepunkt. Oh, das ist stark.
Der ist jetzt natürlich richtig on fire mit seiner Form. Loben den noch. Super letztes Spiel. 5 Moralpunkte hinzu. Boah. Steven Bergwijn. Was für eine Verpflichtung. Richtig zufrieden mit ihm, logischerweise. Mannschaft der Woche. Kusunu, Masraoui, Gallagher. Loben alle. Wir haben Zeit für Gespräche. 5 Moralpunkte hier, 5 Moralpunkte da. Oh, fast in die Reserve verschoben Masraoui. Gar kein Problem. Und dann gucken wir in den Kalender. Der wirklich leer ist. Ärgert mich ein bisschen. Hier hätte, naja gut, natürlich ist der DFB-Pokal jetzt nicht irgendwie am Wochenende. Aber die Länderspielpause sorgt dafür, dass danach die englischen Wochen losgehen. Das heißt, wir müssen nochmal durchatmen und sehen uns jetzt schon das Februarprogramm an. Das da lautet im schlimmsten Falle 7 Spiele in 3 Wochen. In 3 Wochen 7 Spiele. Bochum auswärts im Pokal, Gladbach zu Hause in der Liga, dann gegen Sporting Lissabon, kein leichter Gegner in der Zwischenrunde wohlgemerkt, die Leipziger auswärts vor der Brust, die Kölner, die den Punkt in Bayern abgeknüpft haben. Es wird ein kniffliger Februar, meine Damen und Herren. Ich freue mich drauf, aber er wird schwierig. Leverkusen richtig am Rollen, ihr seht das links bei den letzten 6 Spielen. Das Unentschieden gegen die Bayern steht hier noch als Makel drin, das muss man sich mal vorstellen. Und einen Punkt an den Bayern dran sind wir. Gucken uns nochmal zum Abschluss dieser Episode die Tabelle an. Nur, dass ihr beruhigt schlafen könnt. Ich kann es auf jeden Fall. Freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Riesending mit Bayer Leverkusen. Schaffen wir den Titel? Fragezeichen. Wir sehen uns in der nächsten Folge ein Stück weit mehr, denn es sind schwere, schwere Wochen vor unserer Brust. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, ciao.